Vielen Dank für diese Einführung. Das wäre eigentlich das, worüber ich alles reden möchte. Nur, dass Sie das gesehen haben, die Verschlagwortung. Ich muss mich aber auch sehr kurz fassen. Und ich möchte noch kurz ergänzen, es geht nicht, ich werde nicht nur aus journalistischer Sicht, sondern auch aus politologischer Sicht mich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich bin ja jetzt wirklich total in der Buchrecherche drin und auch etwas Ethik- und Designaspekte ins Spiel bringen. Zuerst möchte ich mit einem Zitat beginnen, einer Pionierin. Wir haben schließlich Frauentag heute. Und diese junge Dame gehört zu den Rockstars der aufkeimenden Civic-Tech-Bewegung, über die ich eben auch in meinem Buch schreiben werde. Ich werde auch noch eine Definition dazu geben, was dieses Civic-Tech beinhaltet. Das sind genau solche Plattformen, über die Herr Bernstein vorher geredet hat, unter anderem. Aber dieses Zitat dünkt mich sehr passend zu unserer jetzigen Situation. Wir sind Bürger im 21. Jahrhundert, die mit Institutionen, die im 19. Jahrhundert interagieren, also vielen Demokratie, das Wahlrecht, demokratiepolitischen Systemen, basierend auf einer Informationstechnologie des 15. Jahrhunderts, also meistens Papier. Also es ist eine Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Und sie fragt sich, was heißt eigentlich Demokratie oder was müsste digitale Demokratie im Internetzeitalter bedeuten, und zwar normativ. Wie müsste es sein? Weil momentan ist es ja so, dass die sozialen Medien eigentlich der Hort der politischen Debatte ausmachen. Und deswegen möchte ich gleich drei Thesen aufstellen, beziehungsweise die beziehen sich alle aufeinander. Das möchte ich erklären, warum Facebook und Twitter plötzlich so dominant geworden sind, vor allem in den USA. Die zweite These darauf ist eine negative Begleiterscheinung dieser Entwicklung. Wir haben das Thema Bots gehört. Ich möchte aus Zeitgründen nur auf Fake News und auch übrigens nur auf Fake News und Fake Facebook eingehen. Und die dritte These wird sein, was wären mögliche Lösungsansätze? Und wir haben schon einiges gehört im vorherigen Referat. Ich werde noch andere Beispiele nennen. Wieso ist es so, dass wir so viel Zeit verbringen auf Facebook und über unter anderem auch über Politik reden. Das ist nicht so, es ist nicht unbedingt so, dass Politiker plötzlich oder Politikerprofile sehr populär geworden sind oder massiv mehr Follower bekommen haben, also außer natürlich die sehr bekannten aus den USA. Es hängt vor allem damit zusammen, weil sich Mark Zuckerberg zum Ziel hat, die personalisierte Zeitung für jedermann und jede Frau zu werden, vor einigen Jahren. Es war nämlich so, dass Mark Zuckerberg festgestellt hat, dass die Medieninhalte, die Mediensites auf Facebook wahnsinnig viel Interaktionen auslösen und hat dann beschlossen, ich möchte mehr Zeitungsgeschehen auf der Plattform haben. Er war auch ein bisschen neidisch auf Twitter, dass sich so als Echtzeit-News-Netzwerk gezeigt hat und deswegen wollte er das eigentlich besser machen. Und wie man sieht, durch diese teils algorithmische Bevorzugung von Medieninhalten und von Medienfanpages führte das dazu, dass wir im gesamten Social-Media-Klickkuchen Facebook mittlerweile im deutschsprachigen Raum 95% ausmacht. Also diese Zahlen gelten für Bild.de, Spiegel.de, Focus Online. Das ist jetzt gerade für die deutschen Medien, aber Facebook macht einen massiv großen Anteil an diesem Facebook-Klickkuchen aus. Und Twitter ist mittlerweile, wie Sie sehen, irrelevant geworden. Somit dringen immer mehr Medieninhalte in unsere Newsfeeds. Somit diskutieren wir immer mehr auch über Medienthemen, politische Themen, meistens auch auf Facebook. Also die Debatte findet immer mehr dort statt. Wie sieht es in der Schweiz aus? Jetzt hoffe ich, dass es die Grafik lädt. Jawohl. Das sehen Sie alles nicht, ich lese es Ihnen vor. NZZ, Tagesanzeiger, Watson, 20 Minuten, SRF und Blick. Dieser grüne Balken, das sind die Direktzugriffe. Das bedeutet, dass relativ noch ein großer Teil von den Lesern brav jeden Tag srf.ch eintippen und auf die Seite gehen. Dasselbe auch für den Tagesanzeiger und eigentlich für ziemlich alle Schweizer Medien. Also wir sind vergleichsweise zu den USA, wo die Startseite tot ist, relativ gut bedient. Inklusive natürlich auch noch die App, die auch so aufgerufen wird. Die gelben
Balken, das sind die Social-Media-Anteile. Und das sieht jetzt vielleicht nicht nach viel aus, aber wir sehen zum Beispiel bei Watson, macht das schon etwa 25% aus. Und auch bei der NZZ, zumindest in dieser Zeit, wo ich da war, hat sich der Anteil auch verdreifacht. Das heißt, wir sind eigentlich auch auf dem Weg dazu, dass die Startseite wird natürlich immer schwieriger und gleichzeitig gelangen immer mehr Leute via Facebook vor allem und teilweise auch Xing und LinkedIn auf unsere Seiten. Das führt aber auch dazu, dass wir, dass sehr viele Leute aber auch auf Facebook unsere Inhalte diskutieren und wir die teilweise auch wieder verlieren. Okay, was ist die Kehrseite der Medaille? Wenn so viele Leute, wenn so viele Medien und vor allem traditionelle Medienverlage von diesem Wachstum auf Social Media profitieren. Es gibt Trittbrettfahrer. Es gibt Leute, die denken, hey, das kann ich auch. Ich verstehe, wie Facebook funktioniert. Und ich baue jetzt auch eine Medienseite auf, so wie diese zwei Jungs. Die haben die Webseite Liberty News Writer kreiert, vor etwa einem Jahr, und haben mal geschaut, was gut performt. Sie haben begonnen mit Anti-Trump-Inhalten, haben dann gemerkt, funktioniert nicht so gut, die Leute klicken nicht, liken nicht. Und dann haben sie den Spieß umgedreht und begonnen, Anti-Hillary-Clinton-Inhalte, teilweise wahre Fakten, also die haben dann teilweise übertrieben und sehr viele Falschinhalte und Falschnachrichten zu schreiben. Hier ein paar Auszüge. Die meisten dieser Fake-News-Medienseiten sind, ich tue mich ein bisschen schwer mit diesem Wort, es ist ja keine absolute Größe. Teilweise haben sie wirklich auch Inhalte, die wahr sind oder einen Funken Wahrheit haben, aber die massiv übertrieben sind. Die meisten dieser Webseiten wurden wirklich erst im April, März 2016 registriert als Website. Also die sind relativ neu. Und trotzdem haben sie es geschafft, gerade in der entscheidenden Wahlkampfphase, sehen hier August bis zum Wahltag, die Reichweite von den traditionellen Medienverlagen zu übertrumpfen in Sachen Engagement. Das heißt, Shares, Reactions, Kommentare. Sie haben also viel, viel mehr. Sie haben viel mehr Reichweite, sehr viel mehr Echo erzeugen können als New York Times, Washington Post und so weiter und so fort. Das sind die fünf meistgeteilten oder beziehungsweise die Artikel mit dem meisten Echo. Das ist eine Enthüllung, also das hat die Recherche hat BuzzFeed gemacht. Okay, nochmal kurz zusammengefasst. Facebooks Bevorzugung von Medieninhalten führte zu Trittbrettfahren, also zu diesen Fake News Anbietern. Das sind meistens aktivistische und parteiische Mediensites, deren Haupthub die Facebook Fanpage ist. Sie profitieren massiv vom Facebook Algorithmus, weil der Facebook Algorithmus bewertet ja nicht, wie gut ist dieser Inhalt oder wie wahr, sondern wie viel Resonanz löst er aus. Einfach rein die Metadaten. Und was diese relativ jungen Medienamateure in Mazedonien und Texas und wo sie auch immer sitzen begriffen haben, ist, sie fordern immer zur Interaktion auf. Also sie schreiben ihren Link, also sie posten ihren Link und dann schreiben sie, fordern sie zur Interaktion auf und sagen «Down with the globalists» im Fall von TTIP. Also jetzt als ein Beispiel. Das erzeugt Bewegung im Newsfeed und es wird auch viel, viel besser bewertet vom Algorithmus. Gut. Wird nicht alles geladen. Auf jeden Fall, der Titel wäre hier, Facebook bietet, Facebook zeigt sich einsichtig oder hat sich nach langem Hin und Her langsam einsichtig gezeigt und gesagt, okay, wir kooperieren jetzt mit Fact-Checking-Organisationen, wir bieten auch die Möglichkeit an, dass man solche Fake News labeln kann, also dass die Nutzer das melden und man, wie Sie hier rechts sehen, wird jetzt auch rot deklariert, was ist der Verifikationsstatus dieses Inhalts. Zudem haben die Werbenetzwerke von Google und Facebook Fake News Anbieter, oder zumindest die sie als Fake News Medienanbieter einschätzen, aus ihrem Werbenetzwerk ausgeschlossen. Das ist einerseits sicher eine kurzfristige Maßnahme oder eine Maßnahme, die greifen wird, aber es löst unser Problem immer noch nicht, dass die meisten Inhalte oder dass die meisten politischen Debatten immer noch auf Facebook geführt werden. Ich zeige Ihnen auch gleich, warum. Meiner Meinung nach
Ich bin immer mehr zu diesem Schluss gekommen, dass Facebook nicht geeignet ist für den politischen Diskurs. Vieles davon an Argumenten haben wir schon vorher gehört. Stichwort Filterbubble. Der Algorithmus bewertet die Metadaten, nicht die Inhalte. Somit profitiert eigentlich vor allem, wer Lärm macht. Also wer polarisiert, der mobilisiert. Zudem ist es so, dass die sozialen Medien ja nicht dafür konzipiert sind, eine Vielfalt von Meinungen abzubilden oder dass sie einen Konsens zwischen Meinungen suchen sollen. Das sind Consumer-Netzwerke, die sind nicht dafür konzipiert. Als drittes ist es auch so, dass wir ja alle in verschiedenen Öffentlichkeiten uns auf Facebook befinden, also wir kommentieren mal da, in diesem Profil und auf dieser Seite, sind wir alle abgeschottet voneinander. Es ist eigentlich alles fragmentiert. Und wir befinden uns nie alle gleichzeitig im selben Raum, wie bei diesem Beispiel vorher mit der NYC, wo mehrere tausend Leute aufgefordert worden sind, ihre Themen einzureichen. Also es gibt keine digitale Police in dem Sinne. Und natürlich die fehlende Moderation. Wir wissen alle, dass das Community Management Team von Facebook nicht so schnell agiert oder teilweise gar nicht. Die ganz fehlende Moderation ist auch noch ein Problem. Also Facebook als kurzfristig hat es sehr viel bewirkt an Mobilisierungseffekten für die Vernetzung von Gleichgesinnten, aber für den Austausch von verschiedenen Akteuren eher weniger. Ich möchte noch diese These mit dem, wer Lärm macht, profitiert, noch schnell illustrieren. Ich habe bewusst nicht die Schweizer Parteien genommen, sondern hier die AfD bzw. die deutschen Parteien. Man sieht hier, die AfD hat 311.000 Fans ungefähr, glaube ich, 316.000, CDU 127.000, also ein Vielfaches. Dasselbe ist auch in Frankreich, Front National 444.000. Hier sieht man auch eine gewisse Tendenz und ich habe Ihnen versucht, jetzt vorher auch die Erklärungsansätze dafür zu liefern. In der Schweiz ist es so, jetzt muss ich trotzdem etwas zur Schweiz sagen, in der Schweiz sind es so, dass doch die Polparteien etwa gleich viel gleich auf sind, aber sehr wenig, also so zwischen 25.000, glaube ich, korrigieren Sie mich, oder zwischen 25.000 beide. Und die Operation Libero, aber eine zivilgesellschaftliche Organisation, hat jetzt die Parteien überholt. Das finde ich auch noch eine interessante Entwicklung, die wir vielleicht nachher diskutieren können. Eignet sich Facebook vielleicht weniger für Parteiwahlkämpfe, mehr für direkte demokratische Themen? Dasselbe übrigens auch noch in Sachen Engagement, was ich vorher gesagt habe, Interaktionen und das Echo ist bei der AfD viel, viel höher als bei den anderen Parteien. SPD auch noch nicht schlecht. Gut, also ich bin jetzt zum Schluss gekommen, nachdem ich mich wirklich eindringlich in den letzten Monaten mit diesem Thema beschäftigt habe, als journalistischer Design, designethischer Sicht und auch noch aus politologischer Sicht, denke ich, es braucht wirklich einfach neue Software, es braucht neue Netzwerke, es braucht neue Modelle. Und ich habe herausgefunden, es gibt sie. Also es gibt sie wirklich weltweit. Wir haben eben vorher ein Beispiel gehört. Es gibt diese Initiativen von Softwareentwicklern, von Politologen, die versuchen, wie eine neue Branche, eine neue Szene zu begründen. Sie nennt sich Civic Tech, also alles, was das Bürgerschaftliche, was die Bürgerbeteiligung erhöht im Netz, kann man darunter zusammenfassen. Diese Civic Tech-Initiativen, die müssen eine Antwort auf folgende Fragen finden, unter anderem. Also einerseits aus Designperspektive, wie kann ich konstruktives Verhalten fördern im Netz? Wie kann ich für eine rationale Debatte sorgen? Dann ist auch die Frage, wie kann Künstliche Intelligenz oder Machine Learning für die Abbildung von Diversität von politischen Meinungen eingesetzt werden. Also, dass man möglichst viele Meinungen sieht und nicht wie das bei Facebook der Fall ist. Hier findet auch Machine Learning statt, aber halt mehr zum Ziel der politischen Homogenisierung. Also auch mein Newsfeed hat sich jetzt über die Jahre wirklich immer homogener zusammengesetzt. Da ist einfach die Frage, wie können wir diese doch sehr tollen Dinge wie künstliche Intelligenz für Diversität und für Konsensorientierung einsetzen. Und am Schluss die Frage der Skalierbarkeit, wie kann man eine große Textmenge nach Argumenten automatisch extrahiert und analysiert werden. Es gibt kein Netzwerk, das all das kann. Es gibt einzelne Netzwerke, die
zumindest Ansätze davon umsetzen können. Ich möchte Ihnen zwei kurz vorstellen. Sie können nachher zu Hause auch noch googeln und die noch genauer anschauen. Ich fand die einfach schon ganz interessant vom Ansatz her. Das wäre einerseits Police. Police ist ein Startup aus Seattle, das aber witzigerweise vor allem in Taiwan eingesetzt wird. In Taiwan von der ganzen Regierung für alle Themen. Jedes Mal, wenn sich ein Minister ein Stimmungsbild der Bevölkerung zu einem Thema machen möchte, laden sie ein. Und es gibt auch wirklich eine sehr rege Beteiligung in Taiwan. Das ist auch irgendwie zivilgesellschaftlich, kulturell so verankert, diese digitale Beteiligung bei Projekten. Beispielsweise haben sie den Fall Uber so geregelt, sie haben die Bevölkerung zum Thema Uber mitdiskutieren lassen und hier haben sich dann so verschiedene Meinungscluster ergeben. Und mit diese Meinungscluster wurden immer mehr zusammengefasst, aber es war nie so, dass irgendwie die Mehrheitsmeinung die Minderheitsmeinung übertrumpfte, sondern man hat dann eigentlich auf diesem Weg, weil man alle gesehen hat, die partizipieren, die etwas zu diesem Thema zu sagen haben, so zusammengefasst. Und dann wurde eigentlich dieses Stimmungsbild dann zurückgespielt zu zum Verkehrsminister, zum Vertreter von Uber, zur Taxibranche und so weiter und so fort. Und es hat auch die ganze Zufriedenheit mit der Regierung erhöht. Also nach neuesten Umfragen sind die Leute in Taiwan sehr zufrieden mit dem Instrument. Wäre vielleicht auch etwas für hier in der Schweiz. Dann ein anderes Projekt ist MyVote. MyVote ist aus Australien. Ein Startup, das sich zum Ziel gesetzt hat, sie haben eine eigene Partei gegründet. Sie müssen das auch auf diesem Weg machen, parlamentarische, repräsentative Demokratie. Sie haben eine Partei gegründet und sie möchten Senatssitz im australischen Parlament haben. Und also das ist das Ziel. Und sobald diese Abgeordneten, wenn sie es geschafft haben, gewählt werden, dann würden die MyVote-Wähler, User, permanent über parlamentarische Geschäfte mitbestimmen können via App. Finde ich sehr ein radikaler Ansatz, aber eigentlich sind hier die Abgeordneten eigentlich nur noch Vollstrecker der Stimmbevölkerung. Diskutabel. Gut, ich möchte mit einem Zitat schließen, ganz kurz. Und zwar hat hier der Petitionsplattformbegründer Ben Rattray im Oktober 2016 ein sehr furioses Essay geschrieben auf medium.com. Er hat gesagt, das Silicon Valley hat wirklich Milliarden von Dollar investiert in die Verbesserung von verschiedenen Industrien, von Kommunikation, von Handel, von Transport, von Reisen, von was auch immer, aber man hat gerade mal 0,01% davon in Technologien investiert, die unsere Demokratie verbessern könnten. Und das soll sich ändern. Und ich hoffe auch, dass sich das ändert. So. Das ist jetzt mein Buch in etwa 18 Folien zusammengefasst, wenn das zu schnell war. Also es ist nicht nur mein Buch, ich schreibe es mit Co-Autoren zusammen, unter anderem auch mit Daniel Graf von WeCollect, der da sitzt und nachher auch auf der Bühne sein wird. Es erscheint im NZZ Libro Verlag. Ich habe hier so ein kleines Web-Hobby-Magazin aufgeschaltet, Politik 4.0. Ich werde einzelne Auszüge verbloggen, auch einzelne Recherchen. Und falls Sie daran Interesse haben, schreiben Sie mir doch. Dann würde ich es in die Liste eintragen. Vielen Dank.